Hallo, nehmen wir an, dass wir einen Kreis haben. Den Durchmesser dieses Kreises kennen wir auch. Ich versuche nun, den ordentlicher zu zeichnen. Sieht nicht schlecht aus. Das ist der Durchmesser unseres Kreises. Nehmen wir an, dass wir ein Dreieck haben. Einer von seinen Seiten ist der Durchmesser. Der Winkel, der dieser Seite gegenüber liegt, hat einen Scheitel, der irgendwo auf der Kreislinie liegt. Nehmen wir an, dass dieser Winkel bzw. der Eckpunkt irgendwo hier auf der Kreislinie liegt. Dann sieht das Dreieck so aus. In diesem Video beweise ich euch, dass dieses Dreieck ein rechtwinkliges Dreieck ist und der rechte Winkel ist der Eckpunkt, der dem Durchmesser gegenüber liegt. Ich will den rechten Winkel an der Zeichnung noch nicht markieren, weil wir das noch nicht bewiesen haben. Mal sehen, was wir da machen können, um das zu zeigen. Wir wissen schon die Definition eines Peripheriewinkels und sein Verhältnis zum Zentriewinkel, wenn beide über dem gleichen Bogen sind. Mal sehen. Hier ist der Peripheriewinkel. Bezeichnen wir ihn mit Theta. Nehmen wir an, dass hier der Mittelpunkt unseres Kreises ist. Dann ist dieser Winkel der Zentriewinkel. Das ist der Radius. Hier ist auch der Radius, weil sie gleich sind. Vor ein paar Videos haben wir gelernt, dass dieser Peripheriewinkel zu diesem Bogen gehört. Der Zentriewinkel über dem gleichen Bogen ist doppelt so groß. Das haben wir schon früher bewiesen. Dann soll dieser Winkel 2 Theta sein. Das ist der Zentriewinkel über dem gleichen Bogen. Nun weiter. Dieses Dreieck hier ist ein gleichschenkliges Dreieck. Ich kann es umdrehen und so zeichnen. Ich drehe jetzt etwas um und es wird so aussehen. Und die grüne Seite wird so aussehen. Und diese beiden Seiten haben die Länge R. Der obere Winkel ist 2 Theta. Ich habe ihn also bloß so umgedreht, um ihn so zeichnen zu können. Diese Seite kennen wir schon. Da zwei Seiten gleich lang sind, ist es ein gleichschenkliges Dreieck. Also zwei Basiswinkel sollen auch gleich sein. Diese Winkel sollen gleich sein. Das wird ein und derselbe Basiswinkel sein. Ich habe Theta vorher benutzt, dann bezeichne ich diese Winkel mit x. Hier ist x und hier ist auch x. Wie viel beträgt x? X plus 2 Theta ist gleich 180 Grad. Sie alle gehören zu einem Dreieck. Ich schreibe das auf. X plus 2 Theta ist gleich 180 Grad. Oder 2x plus 2 Theta ist gleich 180 Grad oder 2x ist gleich 180 minus 2 Theta. Wenn wir beide Seiten durch 2 dividieren, erhalten wir x ist gleich 90 minus Theta. Also x ist gleich 90 minus Theta. Was können wir hier noch machen? Sieht dieses Dreieck an. Dieses Dreieck hat die gleichen Seitenlänge. Die sind gleich dem Radius. Diese Seite haben wir schon als Radius bezeichnet. Das ist auch ein gleichschenkliges Dreieck. Diese zwei Seiten sind gleich, also sind diese zwei Basiswinkel auch gleich. Wenn wir hier Theta haben, dann wird dieser Winkel auch Theta gleich sein. Wir haben diese Information benutzt, um das Verhältnis des Peripheriewinkels zum Zentriewinkel über dem gleichen Bogen zu zeigen. Also, wir haben Theta hier und hier, denn es sind Winkel eines gleichschenkligen Dreiecks. Wie viel beträgt dieser große Winkel? Er ist Theta plus 90 minus Theta. Also, Theta plus 90 minus Theta. Theta wird weggekürzt. Wenn eine der Seiten meines Dreiecks der Durchmesser ist und der Scheitel des Gegenwinkels an der Kreislinie liegt, dann ist dieser Winkel ein rechter Winkel.
Also, dieses Dreieck ist ein rechtwinkliges Dreieck. Ich habe dieses Beispiel einfach ausgedacht. Würde ich den Punkt hier nehmen, würde ich dann so zeichnen. So, dann wäre dieser Winkel der rechte Winkel. Wenn ich so zeichnen würde, so wird dieser Winkel hier der rechte Winkel sein. Und jedes Mal kann ich denselben Beweis erbringen. Ich zeige hier einen allgemeinen Fall, aber die Regel gilt für jedes ähnliche Dreieck.